Previously on Detroit Become Human. Hallo, Amanda. Connor, dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Oh shit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden! Pass auf, Arschloch! Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen! Also nervt mich bloß nicht! Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Ich glaube, wir hatten einen etwas holprigen Start. Wir sollten das alles vergessen und neu anfangen. Was sagen Sie? Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger! Ich musste mich entscheiden. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Bitte, Jericho! Bitte, Jericho! Oh. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Simon, ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Ich bin dabei. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wer soll in diesem Elend ein Ende machen? Alyssa? Kara? Es tut mir so leid. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nicht diesmal. Was wollt ihr hier? Halt euch rausgerissen. Ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir.
Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Mein Glückwunsch, Connor. Du hast den Abweichler gefunden. Also, was hast du erfahren? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Was noch? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Zu schade, dass er sich selbst zerstörte. Ich habe mich geirrt. Er sagte, RA9 rette mich, bevor er vom Dach sprang. Ich hätte erkennen müssen, was er vorhat. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Sie verbessert sich. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor!
Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Lass mich los, du Verdammter Ruiz. Verpiss dich aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Hey, ja, ja, hey! Schuhe, Fassi! Guter Hund! Fassi! Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Ich bin nicht mal im Sacke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Was möchten Sie anziehen? Ist egal. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengekerbt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da.
Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt.